Große Schuhe finden Sie bei Schuh Plus, Europas großem Versandhaus für Schuhe in Übergrößen. Schuh Plus, einfach große Schuhe. Altehrwürdiges Gebäude oder Schandfleck der Gemeinde. Der Heisenhof in Dörferden spaltet die Gemüter. Rund 8 Jahre ist es her, dass der verstorbene NPD-Bundesvize Jürgen Rieger das alte Offiziersgelände im Landkreis Verden gekauft hat. Es folgte ein langer Rechtsstreit. Letztendlich hat der Kreistag Verden sich durchgesetzt. Das Ergebnis? Abriss. Der Heisenhof sollte so schnell wie möglich verschwinden, aus der landschaftlichen Idylle genauso wie aus den Köpfen der Menschen. Doch das will der neue Besitzer Rüdiger Meyer mit allen Mitteln verhindern. In den alten Gebäuden, da haben wir das Leben drin, wenn man sich die Gebäude anschaut. Die Deckenhöhen, die Türen, die Bögen und so weiter, das ist die Schönheit. Der Abriss wurde angeordnet, als die Gebäude noch der rechtsgesinnten Wilhelm-Tietjen-Stiftung gehörten. Um die ungeliebten Nachbarn von dem Gelände zu entfernen, wurde der Denkmalschutz des Heisenhofes aufgehoben. Ein cleverer Schachzug. Nach aktueller Rechtslage darf auf diesem Platz künftig kein Gebäude mehr stehen, geschweige denn neu gebaut werden. Meyer hat den Komplex 2010 gekauft, mit allen Rechten und Pflichten. Dazu gehört auch der Abriss. Meyer denkt aber nicht daran, die Gebäude abzureißen. Er hat große Pläne mit dem Gelände, Pläne, die er aber noch nicht verraten möchte. Ich gehe nicht mit dem Sattel in der Hand zu einem Rodeo, gehe in den Stall und sehe, dass ich ein totes Pferd reiten soll. Das geht nicht. Wir wollen das Gespräch führen, denen zu sagen, was wir wollen, und dann wird man es verstehen. Wir haben keine andere Möglichkeit. Wenn wir heute damit rauskommen, dann gibt es einen Wendehals. Und das möchten wir alles verhindern in einem Gespräch, dass man weiß, wer wir sind. Seit die Kaserne geräumt wurde, waren die Mauern Wind und Witterung schutzlos ausgesetzt. Das Anwesen verfällt zusehends. Besonders schade ist es um die ehemals denkmalgeschützten Gebäude aus dem 17. Jahrhundert. Sie sind noch relativ gut erhalten und könnten renoviert werden. Dafür muss aber erst ein Konzept her. Meyer versichert, eins zu haben, aber Details nennt er nicht. Für zusätzliche Verwirrung sorgt, dass Meyer immer noch nicht im Grundbuch eingetragen ist. Er hat nach eigener Aussage geplant, den Heisenhof an die Stadt zu verschenken und sich deswegen nicht eintragen lassen. Ein Geschenk, das aber keiner haben will, denn der Hof ist mit der Abrissverfügung ein Minusgeschäft. In der Gemeindeverwaltung Dörferden wartet man vergeblich auf Investoren und Konzepte. Bürgermeisterin Karin Meyer tut der Abriss der alten Gebäude leid, aber sie will Planungssicherheit, bevor sie die Akte Heisenhof wieder aufschlägt. Wir wollen ja nicht nur Ideen hören, sondern wirklich ganz konkrete Vorhaben. Es kann ja nur so sein, dass Herr Meyer möchte, dass wir das Grundstück in irgendeiner Hinsicht beplanen für ein ganz konkretes Vorhaben. Und dieses konkrete Vorhaben mit einem konkreten Investor, darüber haben wir noch nie irgendwas gehört oder gelesen. Und von daher gibt es im Augenblick für uns, wie gesagt, keinerlei Gesprächsbedarf, weil an Fakten nichts vorhanden ist. Ihre Skepsis beruht auf der Erfahrung einer Nachbargemeinde. Auch hier hatte Bauherr Meyer Großes vor. Er kaufte ein baufälliges Schulgebäude in dem beschaulichen Ort Neddern-Affenbergen. Die Vision von Meyer war es, die Schule in einen voll ausgestatteten Tagungsort zu verwandeln. Doch daraus wurde nichts. Seit 2006 liegt das Gebäude nun brach. Ein Schutthaufen mitten im Herzen des Dorfes. Bürgermeister Wolfgang Rodewald versteht den großen Missmut der Anwohner, die hier leben. Es sollte dort nach meiner Kenntnis einmal ein Tagungs- und Hotelzentrum entstehen. Das ist aber schon Jahre her. Der Eigentümer hat das Gebäude, wie man so schön sagt, entkernt. Man sieht ja die Schutthaufen noch vor den Fenstern und Türen und jetzt bewegt sich seit Jahren gar nichts mehr. Natürlich ist es ein Schandfleck im Dorf und alle Neddener sind natürlich nicht erbaut über diesen hässlichen Anblick. Beim Heisenhof wollen die Verantwortlichen so einen Flop mit allen Mitteln verhindern. Landrat Peter Bohlmann war damals einer der stärksten Befürworter des Abrisses. Eine Entscheidung, zu der nach wie vor steht. Die Abrissverfügung, die ist rechtskräftig. Das bezog sich schon auf den Vorbesitzer, auf die Wilhelm-Tietjen-Stiftung. Und Herr Meyer hat dieses Grundstück in dem Wissen gekauft, dass er dort eine Abrissverfügung drauf liegt.
Weder Bullmann noch Bürgermeisterin Meyer sind bereit, ohne konkretes Angebot den Abriss zu stoppen. Eine Situation wie in Neddern-Affenbergen soll sich hier nicht wiederholen. Solange Visionär Meyer seine Pläne also nicht offenlegt, wird es keine Gespräche geben. Zumindest ein Faktum in diesem Wirrwarr.